Anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Ich dachte, das wäre ein ganz harter Prozess.
Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Diese Demonstration hat nur 150 Mitglieder. Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll.